So, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Let's Play-Video von Klonk, ein Deckbauabenteuer. Georg und ich werden das jetzt gleich mal zu zweit spielen und mal gucken, wie das so zu zweit ist. Also, wir haben schon oft gespielt, viele coole Partien gehabt, funktioniert auch mit zwei Spielern ganz gut und wir werden jetzt euch beim Spielen das erklären. Wir werden primär spielen und nebenbei halt immer ein bisschen was erklären. Das ist ja so ein Deckbauspiel, so ein bisschen Push Your Luck, so ein bisschen abenteuermäßig. Ne? Es geht darum, dass wir halt hier oben, wir haben hier so eine Spielfigur, so einen kleinen Dieb mit so einem, ja, Schwert, Dolch in der Hand, und wir wollen jetzt hier halt in diese Höhle von diesem Drachen Niki Traxian, wir nennen sie Niki, reinklettern, und hier gibt es halt so verschiedene Artefakte, die hier mal ausliegen, und wir wollen halt mindestens ein Artefakt klauen, ne? Also diese Marke hier sind immer die Artefaktmarker, die offen liegen, und dann wieder mindestens über die Grasnarbe kommen, dann werden unsere Punkte gezählt, und wenn wir es sogar raufschaffen, kriegen wir nochmal 20 Punkte extra, weil wir dann der Meisterdieb sind, und das ist natürlich besonders gut dann. Sobald es der erste Spieler geschafft hat, rauszukommen, startet quasi ein Timer, jede Runde greift der Drache an mit mehr Schaden, den er macht, und dann ja, sollten die anderen es halt geschafft haben, entweder auch noch rauszukommen und die 20 extra Punkte zu bekommen oder zumindest über die Grasnarbe zu kommen, dann werden ihre Punkte gezählt. Und ja, wir haben Startspiel, das heißt, dir kommen auch gleich drei Klonksteine dahin, von mir zwei, im Spieler zwei. Und das ist jetzt die rote Seite des Spielplans, die ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, komplizierter, anspruchsvoller als die andere Seite, macht dadurch hoffentlich noch ein bisschen mehr Spaß. Ihr seht es, wir haben hier schon das iPad nebenan stehen. Es gibt von Renegade, die Renegade Companion App, die kann man nutzen und dann da halt Clank anklicken, gibt es leider aktuell nur auf Englisch. Und das Spiel ist eh schon so ein bisschen chaotisch und zufällig, was gut ist bei diesem Spiel. Das macht den Reiz des Spiels vollkommen aus. Und hier werden halt dann jetzt immer unterschiedliche Events angegeben, Effekte. Wenn die eintreten, dann drückt man da drauf und dann kann irgendwas passieren, was einfach so für Spiel hat oder auch nicht. Also jedes Mal, wenn wir hier so einen Trank nehmen vom Spielfeld, also wenn da wirklich ein Trank drunter ist, wird ein Event ausgelöst. Wenn wir hier keine Karte kaufen sollten, wird ein Event ausgelöst. Oder wenn wir 6 Skill, also 6 Talente haben in unserem Zug, dann wird auch so ein Event ausgelöst. Und so, und dann geht's jetzt los. Wie gesagt, Georg ist dran, man ist im ersten Zug, man zieht immer 5 Karten, spielt die aus, er hat 2 Füße, kann damit 2 Schritte laufen, hat 2, 3 Talent, kann damit gleich was einkaufen und mit einem Klonk macht er einfach einen Klonk, das heißt einen Stein rein. Das gucken wir uns gleich an, wenn der Drache angreift das erste Mal. Genau, ich bin einmal gestolpert, ich gehe noch 2 und dann kaufe ich mir für 1 einmal den Vertrag mit der Unterwelt und dann noch für die restlichen 2 den Seltenen. Okay, dann kommt hier gleich eine neue Karte hin und es ist kein Drachenangriff drauf, sondern ein Edelsteinsammler. Das heißt, ich bin dran, ich habe auch, ich habe einfach nur 2 Füße, das heißt, ich gehe auch 1, 2 dahin und habe jetzt 4 Talente zum Ausgeben, das heißt, ich möchte, ist natürlich verlockend, aber ich werde mich gleich eh nicht bewegen können. Das heißt, es schadet auch schon mal nicht. Ich kaufe mir, soll ich mir einfach nur den Teleporter kaufen? Ich glaube, ich kaufe mir mal den Elfenumhang. Zack. Was macht der? Minus 2 Klonk und ziehe eine Karte. Oh, das kann gerade im Spiel zu zweit nicht schaden. Ich mache einmal stolpern, ein Klonk. So, erstmal eine Karte. Ja, und dann haben wir vorher noch einen Drachenangriff. Kommt der nach raus, sorry. Ja, dann kommen jetzt, ne, hier im Drachenbeutel sind quasi 24 schwarze Steine. Und jetzt noch ein paar mehr von uns. Die müssen wir jetzt gut durch, ziehen vorher noch den Drachen raus, stellen den auf das Feld für 2 Personen. Und könnte dann sowas von sterben. So, wahrscheinlich. 3 Stück und natürlich ein Gelber. Das heißt, ich kriege jetzt einen Schaden. Die 2 Schwarzen kommen raus. Das heißt, die Chance, dass hier Steine von uns gezogen werden, sind immer deutlich höher jetzt. Und wenn hier irgendwann mal die Leiste voll ist, dann ist man Game Over und tot und raus. Beziehungsweise kriegt seine Punkte gezählt, wenn man es über die Grasnarbe geschafft hat. Gemacht. Man hat noch 4 Talent. Das heißt, dafür kann ich mir einmal. Will ich in den Raum? Hat denn das zur Question? Hier. Ja, ich gehe mal in den Raum. Ich teleportiere mich einmal. Oh, ein Drachenei. Da wird der Drache doch gleich mal saurer. Sieht immer nur noch 3, aber. Ja. Und? Greift er gleich an? Nein! Archäologe. Gut, ich habe jetzt überraschenderweise 2-mal stolpern. Das heißt, ich mache 2-mal. Klonk hier, das ist gar nicht gut. Und dann habe ich 3 zum Ausgeben. Ich glaube, sich bewegen können ist immer geil. Gibt es noch andere coole Sachen? Ja, wir verprügeln können ist auch ganz gut. Dann bist du. Gut, ich mache einen Klonk. Warte, ich habe jetzt nichts gekauft, ne? Nee. Ah. Dann clear no cards from the dungeon roll during your turn. Und nichts. Die App sagt, es passiert nichts. Also ist alles gut. Ich mache einen Klonk, ich kriege ein Gold. Das weg. Ich kann mich einmal bewegen.
könnte ich speziell da reingehen. Was ist denn da in dieser Schatzkammer? In welcher? In der? Das ist der Markt. Ah, das ist der Die Markt. Die roten Dinger sind immer der Markt. Ah, ja. Es gibt sogar einen Marktfeld mehr jetzt. Ja, ich bewege mich einmal dahin. Mhm. Und ich verklopp einmal den. Da mache ich zwei Klonk. Nee. Einen da und dann habe ich noch zwei. Du verklopfst unseren Prügelgoblin, ja? Ja. Gut. Dann habe ich noch zwei über. Kann ich mir nur den Söldner kaufen. Ja, nein, mit zwei. Oh, nee, ich den Archäologen. Mit zwei Schwertern kann man immer hier Sachen an Monster greifen, die in der Reihe liegen. Und es liegt einfach in jeder Ecke hier in diesem Dungeon. Steht so ein Prügelgoblin drum. Den kann man einfach mit einem Geld bezahlen. Jetzt haben wir noch weiterhin keinen Drachenangriff. Das ist gut, weil ich spiele jetzt den Elfen nochmal. Mache also minus zwei Klong. Und ziehe noch eine Karte dafür. Und dann habe ich fünf Talente leider nur. Und einmal laufen. Das heißt, ich laufe einfach mal hier runter in die Höhle. Und für fünf. Kaufe ich mir mal den Fürsten. Zack. Dann Drachenangriff. Oh, der Silberspeer. Der ist nice. So, ich habe einmal das. Ich habe bewegt mich noch. Das ist eine schöne Hand. Fünf Talent. Meine nicht so. Meine nicht so. Wo gehe ich denn hin? Ich glaube, ich gehe einmal in die. Boah, ist ja voll schwierig. Ich geh einmal in die Höhle. Mhm, der Kristallhöhle heißt immer, man kann da nicht 1, weiter 2, raus. 3, 4, 5. Ja, da gibt halt 3. Und kostet 3 nur, ne? Mhm. Es gibt minus 2 Klong, wenn E-Stein. Ah, auch nicht schlecht. Und es ist verwundet. Ja, ist ja auch. Stimmt. Wir ersetzen eine Karte in der Verliesreihe. Oh, die mag ich eigentlich auch. Mhm. Kannst du anderen Leuten nämlich coole Karten wegnehmen. Ja. Ich glaube, ich nehme dann auch einmal das für 3. War klar. Und einmal noch für 2 will ich wirklich nochmal den Söldner. Ich habe zu viel Söldner. Bei 2 übrig lassen ist eigentlich echt doof. Söldner haben wir nicht haben. Ich meine, wenn hier viele Monster sind, nicht. Wenn da viele Monster reinkommen, kann ich verprügeln. Wenn nicht, kommt man schlechter raus. Wir gucken mal. Wir haben keinen Drachenangriff. Oh, ein Pläuschchen. Das ist doch schön. So, ich mache jetzt irgendwie zweimal Stolpern. Das heißt, leider kommen hier wieder 2 Klonk rein. Ich kann mich einen Schritt weit bewegen. Ich habe keine Ahnung, was da gerade gut ist. Ich glaube, ich gehe einfach mal hier rein. Und dann habe ich 4 Talent zum Ausgeben. Ich glaube, dann hole ich mir einfach mal so einen Speer und kriege da gleich einen für. Aber damit kann ich nichts anfangen. Gut, das war's. Dann kommt eine neue Karte dahin. Immer noch kein Drachen. So, ich mache einen Klong. Bewege mich einmal. Gut, da sind übrigens nicht 2 drauf, sondern nur einer. Dann bewege ich mich einmal dahin. Krieg 2 Gold. Dann bekämpfe ich einmal den Goblin. Krieg 1 Gold. Dann habe 1, 2, 3, 4 Talent. Mit den 4 Talent. Wir machen 2. Ein Klong ist schon nice. 4 Edelstein. Also alle anderen Spieler bin dann einfach ich. Ja. Nicht so geil. Ich nehme mal erkunden. Dann hast du keine Karte aus der Dungeon Row geklärt. Wir gucken mal, ob da was passiert. Nein. Es ist Anfang denkt man, passiert denn nie was, aber wenn ständig was passieren würde, wäre es auch doof. Es ist immer lustig, wenn dann ab und zu mal was passiert. Ja. So, ich mache minus 2 Klonk und ziehe eine Karte. Mach wieder plus 1 Klonk. Sehr gut. Und dann kann ich jetzt einmal laufen, dreimal prügeln. Da ist die Frage, ob ich den verprügeln will für 4 Gold. Die Antwort lautet ja, ich will. Dann habe ich noch einen über. Das heißt, erstmal gibt es hier. Du machst 2 Klong. 4 Gold für mich. Dann leider 2 Klong, aber ich hätte eigentlich schon viel mehr haben müssen. Das ist okay. Und dann kann ich jetzt noch einmal laufen. Dann laufe ich mal hier rüber.
Und nehmen wir mal diesen Marker. Nochmal zwei Talent mehr. Das ist nicht, dann habe ich auch so viel, dann habe ich sechs Talente in meinem Zug gemacht. Das heißt, da kann man einfach draufklicken. Dann kann ich erst. Hier habe ich schon was verprügelt, ne? Na, der. Ja. Ich hole mir mal den Bergkönig. Und dann gucken wir. Make six skill during your turn, ob da was passiert. No. Nein, wieder nicht. Aber wird schon kommen. Gut. Dann sind wir rum. Lege drei Drachen Steine zurück in den Beute. Dann kommt die da wieder rein. Ich krieg ein Gold. Ich glaube, ich gehe einmal. Ich gehe einmal da hoch. Und hab verkloppt den Goblin einmal. Dann krieg ich ein Gold. Und hab zwei Talent. Das heißt, ich nehme noch einmal. Das bringt irgendwie alles nicht viel. Und Gold? Ich nehme noch einmal einen Söldner. Okay. Zu viele Söldner. Du hast keine Karte gekauft, ne? Nein. Clear no cards from the dungeon during your turn. Und yes. Ja, wir haben ein Event und zwar sagt das Event. All players except the current player must discard one card that produces skill. Was produce? Ah, skill ist Talent. Ist. Ja, ja, ist eigentlich gar nicht so. Trifft mich nicht so hart, dann ziehe ich mal. Sagen, das hier. Schade. Ja, doch, ist schon doof. Dann habe ich jetzt zwei Füße und vier Talent. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall hingehen. Fünf Talent. Oh. Dann habe ich neun Talent. Das ist nice. Das ist gut. Dann kaufe ich auf jeden Fall den hier. Und kaufe vielleicht auch nochmal den Plausch, einfach um dich hoffentlich zu killen. Und dann haben wir das gehabt. Und ich habe jetzt Make Six Skill during your turn bei der App. Und da passiert natürlich nichts. Das kommt jetzt wenig überraschend. Das war meine Runde. Ich Drachenangriff. Muss die Marker hier noch abgeben. Drachenangriff, das ist schlecht. Ja. Obwohl von dir ist potenziell mehr drin als von mir. So, dann gucken wir, was wir hier aus dem Beutel ziehen. Einmal so durch. Und dann haben wir drei aktuell nur, das heißt, es sind diese drei. Oh, das heißt, aber ab sofort steigt halt die Chance für Georg immer weiter. Gut, dann war es das bei mir. 1, 2, 3, ne, klasse Steckbau. Ihr zieht dann drei und dann mischt der Ablageschnaffel, zieht dafür den Rest nach. Also, ich mache als allererstes einmal das und gehe hier rein. Womit? Mit dem. Ohne Laufen nichts gehen. Hä, kommt man nie auch einfach nur so? Brauchst Laufen. Sicher? Ja, war das sicher. Ich glaube, das habe ich immer falsch gespielt. Gut, jetzt ziehe ich erstmal eine Karte. Nee. Ja, und da ist gut. Warte, die muss ich erstmal mischen. Und die Karten, die hier liegen, das sind immer so Standardkarten, die man einfach in jeder Partie immer kaufen kann. Da geht halt, wenn die einfach nur weg sind, sind sie weg, aber es passiert zu viert vielleicht mal. Ich hab gedacht, man kommt doch so dahin. Naja. Nee. Dann verprügel ich zwar meinen Goblin. Dann bekomme ich zwei Geld. Und habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Skill. Dann kannst du einmal da dran klicken, weil ich 6 Skill habe. Mhm. Was passiert? Ah, nichts. Kann ich das. Ich würde das nämlich, ich glaube. Wann wird das Talent abgerechnet? Jetzt, weil du es aufspielst, hast du dir mal. Okay, dann mache ich das nämlich so. Dann habe ich den noch nie. Und gebe nämlich, bevor ich das mache, erstmal 4 Talent aus. Kann ich ja machen, ne? Mir den. Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber dann habe ich 2 Talent mehr und bin in dem Raum. Nein, ist okay. Dann machen wir das doch so. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatte ich. Minus 2 Klungs. Tendenziell ganz nice, aber auch. Dann kaufe ich mir mal das und einmal das. Okay. Dann kommt hier eine neue Karte hin. Drachenangriff. So, jetzt hoffentlich nicht wieder gelbe Marker. Gucken wir mal. 3 Stück nach wie vor, ne? Noch kein Artefakt. Oh, das war einer zu viel, aber es war eh nur schwarze. Nicht so gut. Gut, da bin ich dran. Ich habe das hier ausgespielt. Das heißt, ich kann mich jetzt einmal hier hin bewegen.
Dann für 4 Talent benutze ich den Teleporter und teleportiere mich in einen benachbarten Raum dahin, habe leider zu wenig Gold. Auch wenn ich den Goblin verprüge, was ich einfach mal tue. Komme ich da wieder raus? Ja, bestimmt. Da habe ich noch ein Talent über, dafür kann ich nichts kaufen. Dann. Lass du dich jetzt dahin teleportieren? Was ist das? Ich bin hier hingegangen, habe mich da rein teleportiert. Wie? Mit dem Teleporter. Ah, das. Ah, okay. Das wollte ich wissen. Ich stolper zweimal. Kannst du das mal richtig hinlegen? Ich komme da nicht ganz hin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich mache das jetzt mal noch nicht. Das ist vielleicht dumm, aber ich nehme mir das eine. Dann gehe ich einmal hier rein und nehme dort durch den Schaden. Gebe 5 aus und kaufe mir einen Affengötzen. Nee, die gibt's for free. Ah. Du nimmst sie einfach einmal, wenn du reingehst. Dann kaufe ich das natürlich doch. Ich dachte, die muss ich ausgeben. Nee. Dann kaufe ich mir nämlich die 2 Zauberbücher. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ah, und da geht wer auf Zauberbücher. Zauberbücher kosten einfach... Nee, aber Zauberbücher kosten Talent, nicht Gold. Nein, hier. Ach so, okay. Zauberbücher bringen einfach 7 Punkte, das ist schon ganz nice. Das ist mein Ablagestapel, ja. Ablagestapel offen, dann kannst du ihn vom Nachziehstapel unterscheiden. Dann bin ich da drin mit einer Bewegung, dann gehe ich mit der einen Bewegung noch raus. Hoch oder? Nö, genau da. Mhm. 1, 2, ja, 2 Talent. Nicht viel. Kannst du ein Maulheld verkaufen? Ein Schrein? Was ist ein Schrein? Ja, ich nehme einfach mal, ich heile mich einfach mal wieder. Alle Spieler machen plus ein Klong. Das finde ich gut. Wieso? Weil ich spiele den Elfenumhang, minus 2 Klongs. Und ich ziehe noch eine Karte. Hä? Achso. Wieso liegt dieses Monster in meinem Auflagestapel? So, dann ziehe ich den hier. So, dann habe ich jetzt insgesamt 2 Bewegungen und 7 Talent. Das ist doch schon mal ganz geil. Dann gehe ich einmal hier hin, ziehe nochmal 3 Karten. Boah! 1, 2, 3. Dann ziehe ich nochmal 3 Karten. Alter Schwede. Okay. Jetzt habe ich aber noch 2 Füße über. Das heißt, ich kann hier hingehen, mir das einsacken. Ich habe genug Schwerter, um dann mit der anderen Bewegung, die ich habe, noch hier rüber zu gehen. Habe dann 2 von den Symbolen hier verbraucht. Habe nochmal plus 2. Dann habe ich jetzt... Das war, glaube ich, der Winning. Der war ganz nice, der Zug. Dann verprüge ich, glaube ich, einfach nochmal den Goblin. 2, 4, 6, fehlt noch einer. Mach aber nochmal plus ein Klong. Das könnte nicht ganz so gut sein. Ich habe leider keine Krone, kann ich mir nicht kaufen. Dann habe ich 2, 4, 6, 8, 10, 11 Talent, also Max 6 Skill during your round. Da passiert jetzt ein Event und zwar sagt die App: Start and replace companions from the dungeon row. Alle Begleiter kommen jetzt hier aus der Auflage raus. Kommt neue hin. Nein. Und wenn jetzt ein Drachenangriff kommen würde, würde der einfach ignoriert werden und würde nicht stattfinden. Alter Schwede. Das sieht aber verlockend aus. Dann würde ich mal sagen, kaufe ich mal die Stiefel der Flinkheit. Kostet mich 5, dann habe ich noch 6 übrig. Dann nehme ich vielleicht noch so einen Saphir. Dann mache ich nochmal 2 Klauen. Ich werde das schon überleben, ganz sicher. Dann habe ich noch einen übrig, das will ich nicht. Ich kriege jetzt noch eine Bewegung. Ich habe, glaube ich, nichts mehr über zum Verprügeln. Ne? Dann gehe ich aber trotzdem hier rein, kriege einen Schaden heilen ein. Und das war schon, das war jetzt nicht so aufregend. Ich habe viel Schwert. Ersetzt ein. Achso, erstmal kommen neue Karten. So. Ich ersetze 2-mal eine Karte in der Verliesreihe. Keine Ahnung, Maul. Nein, das Stäubchen habe ich gemacht. Das und den Maulhelden vielleicht. Noch 2 neue. Oh, und ich habe hier einen Potion übrigens genommen gerade. Da kommt noch ein Event in der App. Wie gesagt, das ist unterschiedlich und überraschenderweise passiert natürlich nichts. Gefahr, ziehe plus ein Stein, wenn der Drache angreift. Benutzen 2 Geld oder sogar eine Karte aus deiner Auslage oder deinem Ablagestapel.
Für 4. Das ist ja mega toll. Und was Geld über hat. Da kriege ich, ziehe ich noch eine Karte. So. Jetzt kämpfe ich einmal gegen die, dann darf ich nämlich nochmal 2 Karten ziehen. Mhm. Mega nice. Plündern. Viele Karten hast. Ja, das ersetzt habe ich gemacht. Dann habe ich als ich kann mich. Jetzt wird nicht. Wie viel gab die? 2? Dann kämpfe ich noch 2-mal gegen den Goblin. Ich noch 2 Geld. Ich kann mich noch einmal. Nee, ich kämpfe. Wieder nur eine Bewegung, ist doch doof. Nicht so viel bewegen, ist nicht gut. Gut, dass wir zu zweit sind und jetzt keiner aus dem Verlies klettern kann, wo wir ganz tief drinstecken. Ich gehe mal herüber. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12. Das klingt nach viel Skill in deinem Turn und es passiert was. So, remove the highest value crown from the market. Das heißt, jetzt kommt hier die 10er-Krone raus. Ist nicht ganz so schlimm, aber 12 hatte ich, ne? Auch Partien, wo alle Taschen auf einmal rauskommen. Das ist ein bisschen doof. Geschafft. Sind alle nicht so gut. Ich glaube, jedenfalls mal die, da habe ich noch 8. Mhm. Gut, dann kommen neue Karten und kein Drachenangriff. Kundschafter der Rebellen. Und weiterhin kein Drachenangriff. Okay, dann bin ich jetzt dran. Ich ziehe erstmal 3 Karten. So unsicher. 3, dann ziehe ich eine Karte. Dann machen alle einen Klong, also du. Zack. Dann habe ich jetzt 4, 5 Bewegungen, mache noch einen Klong. Und ein bisschen Talent. 2, 4, 6, 7. Also mache ich 6 Skill during the turn. Und passiert was? Oh ja, Event. Immediately does 3 attack cubes from the back. Ugh. Danger. Drachenangriff. Gucken, was da jetzt passiert. Ich hoffe, da kommen mal ein paar rote. Ja, einer. Sehr gut. Das kannst du machen, Leute. Die schwarzen. Gut, und dann habe ich jetzt 5 Bewegungen und 2, 4, 6, 7 Talent. Ich kann ja 2, 4, 6. Ah, wie ärgerlich. Ich glaube, ich gehe mal 1, 2, 3, 4. Da würde ich 2 Schaden. Ja, ich habe ja 2 Schwerter. Die hast du von uns ausgegeben. Die habe ich ausgegeben? Ja. Sicher? Ja. Dann wird der Weg ein anderer. Dann gehe ich einfach 1, nehme das hier, kriege nochmal 2 Talent, 2, dann kriege ich nochmal einen Schaden. Dann gehe ich 3 hier rüber, kriege jetzt nochmal 3 Karten. Oh Gott. Oh ja. Das hätte ich alles vorher gebrauchen können. Da ist auch leider nichts zum Verprügeln. Ne? Wie ärgerlich. Dann verprügele ich jetzt mit den 3 Schwertern hier. Einmal den Goblin. Dafür gibt es nochmal 1 Gold. Und da habe ich jetzt 2, 4, 6, 8, 9 Talent nur. Machst wieder 6. Mehr 6. Habe ich schon drauf geklickt. Okay. Das war der Angriff. Ich glaube, ich nehme mir mal so ein Zauberbuch. Und dann habe ich schon wieder noch 2 übrig. Ja. Das war jetzt zwar viel, aber nicht so super krass. Gut, aber ich habe jetzt keine Karte geklärt, ne? Ja. Ja, dann passiert sogar noch was. Gucken wir mal. Clear no cards. Wente, passiert was. Vielleicht. Yes. Oh ja, es passiert was. Return 3 Blacks. Oh, nice. Ja. Ja, das ist so ein Chaos-Element im Spiel, das passt halt voll zum Spiel, weil jede Partie ist anders, aber man nie weiß, was so, da so alles passiert. Dann kämpfe ich zweimal gegen den. Wo bin ich denn? Da bin ich. Ja, es ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich kämpfe zweimal gegen den Goblin mit den Schwertern. Ich gehe mal hier runter. Ich habe einen Feld. Boah, 7 Punkte, nice. Lieber 3 Karten. 1, 2, 3, 7. Warte mal, Mann, ist eh egal. 7. Und dann ziehe ich einmal das für 3.
Und noch einmal Speer. Nee, ich hab genug. Und noch einmal das für 3. Du hattest keine 7 Talent? Wechseln? Nee, ne? Alle Spieler machen plus 1. Hatte. Achso, dann müssen wir nochmal hier draufklicken. Make 6 Skill during your turn. Und die App sagt, es passiert nichts. Dann machen wir beide einen Clear durch das Event. Also durch den Typen. So, ich habe jetzt galaktische 2 Bewegungen. Da gehe ich einfach mal 1 hier hin. Dann gehe ich shoppen auf den Markt. So, 4, 6, 7. Jetzt nur die Frage, was kaufe ich? Ich glaube, ich möchte mal einen Schlüssel haben. Mhm. Dann habe ich noch eine Bewegung übrig. Und 2 Schwerter. Dann gehe ich mal. Das ist eine Sackgasse, ne? Also, nö, wieso? Ja, da geht es noch hoch, genau. Dann gehe ich mal hier hin. Hab einen Heiltreib, oder den benutze ich gleich mal, um mich um 2 zu heilen. 2, 4, 6 Talent. Jetzt hat man ja eigentlich immer 6 Talent. Ja, jetzt am Ende spielt schon, dann passiert das häufiger mal. Und für die 6 Talent möchte ich dann gerne einkaufen gehen. Und zwar nochmal so ein Edelstein. Da mache ich leider nochmal 2 Klonk, aber da liegt ja schon ganz viel von uns ein. Gut, dann bin ich dran. Ich habe ein Zauberbuch, ja, Archäologe, ich ziehe noch eine Karte. Ein Schatzjäger, ich kann. Achso, warte, erstmal Kopf den Neues. Das ist kein Angriff, aber alle Spieler machen einen Klonk. Oh. So, das fangen wir an. Dann werde ich einmal damit das Ding verprügeln und ziehe 2 weitere Karten. Jedes Mal, wenn du diesen Zug Gold erhältst, erhältst du 1 Gold mehr. Erhalte ich leider wahrscheinlich nicht. Setze eine Karte in der Verliesreihe. Ich versetze das Monster mal. Ich klicke schon mal auf das Event hier. Da passiert nichts. Dann habe ich 1, 2, 3 Bewegungen. Ja, mache ich einmal 6. Hab ich gerade irgendwie gedacht, ich komme noch an Geld ran. Nee. Also an Gold kommst du, wenn du den Goblin verprügelst, weißt du noch. Nee, aber ich gebe einmal die 4 aus, um den Drachendings zu benutzen. Da bekomme ich 2 Geld. Mhm. Dann gehe ich mit der einmal, ist sie komplett abgehandelt, hier hoch. Und ich kriege noch 1 Gold mehr, weil ich jedes Mal, wenn du... 1 Gold bekommst, du jetzt 1 zusätzlich. Komme ich da jetzt 2 mehr, weil ich 2 bekommen habe? Nein. Gut. Gebe ich 2, 4, 6, 7 aus, um mir im Markt was zu kaufen. Schlüssel oder Tasche? Eigentlich ist beides gut, ne? Beides sehr nice. Sie riecht gerade nach Drachen. Wir hatten neulich auch so eine Partie, wo wir halt auch gespielt haben. Es kam Runde um Runde um Runde. Da lagen ewig viele Marken, es kam kein Drachen. So, dann habe ich noch. Der hat viel gekostet. 1, 2, 3, 4, 5, 7 Talent. Das sieht ja richtig viel aus. Wenn du alles weggekauft hast, dann kann das gut. Hast du nicht schon das ausgeben, um hier... Also genau, 4. Die habe ich auch schon rechts gelegt. Okay, jetzt hatten wir schon... Also kein Drachenangriff, kein Drachenangriff, kein Drachenangriff, kein Drachenangriff. Wuhu! Gut, ich spiele jetzt erstmal den Geistesblitz, ziehe 3 Karten. Dann spiele ich einmal Stolpern, mache hier einmal Plündern, so ein Klong. Ich habe mich gar nicht weiter bewegt. Ich hatte noch Bewegung über. Hattest du? Ja, ich habe, warte mal, die letzten 1, 2, 3. Aber hattest du noch Schaden über, weil du hast sonst hier auf jeden Fall Schaden bekommen, ne? Nee, aber ich wollte nach rechts gehen. Achso, das würde auch gehen. Ich hatte 1, 2, 2, genau. Ich gehe noch, mach das noch einmal kurz. Mhm. Weil du da hinlegen. Okay, dann habe ich hier 2 Bewegungen. Dann mache ich hier 2 Klong wieder weg. Mit dem tollen Elfenumhang, ziehe dafür noch eine Karte, mache wieder plus 1 Klong. Immer minus 1 Klong, ist ja okay. Gut, dann habe ich das hier. Das heißt, ich kann mich jetzt 2 weit bewegen, also prügele ich hier einmal das Monster kaputt. Wozu habe ich eigentlich diesen dummen Schlüssel gekauft? War voll dumm. Und gehe dann hier hoch.
Oh, da muss ich mich gleich echt hardcore durchprügeln. Und dann habe ich 2, 4, 6 Talent. Das heißt, ich mache 6 Skill during my turn und da passiert nichts, kein Event. Das heißt, für 6 kann ich jetzt 2, 4, 6. Sind alle cool. Genau, einer zu wenig. Frage ist, ob ich nochmal dazu komme, den zu spielen. Ich gehe das Risiko ein. Ich komme ja mal relativ schnell durch meinen Kartenstapel durch. Dann kommt erst noch eine Karte. Drachenangriff! Uhu. So, das kann jetzt potenziell... Warte, ich habe einen Artefakt genommen, ne? Das heißt, der ist nochmal einen hochgegangen. Mhm. 4, das kann mich noch nicht töten. Wir haben nichts, wo einer mehr reinkommt, ne? Nee. Also haben wir einfach die 3. Das ist schon mal nicht gut. Und noch den. Na gut, das passt schon. So, also 4, ich mache einen Klong. Ich bekomme ein Geld. Ich habe 2 Schwerter und 4 Schwerter, eine Bewegung. Dann gehe ich einmal da runter. Ich nehme das auch einfach auf. Ja, yeah, dann wird der Drache richtig so. Kämpfe einmal gegen den Goblin. Habe 1, 2, 3, 4. Ich habe mal die. Und wir haben keinen Drachenangriff. So, ich ziehe eine Karte. Ich ziehe eine Karte. Ich habe einen Zauber hochgezogen. Juhu. Dann können die schon mal weg. Dann machst du einen Klong. Dann habe ich 4 Bewegungen. Das heißt, ich gehe 1, 2, 3 da raus. Ich lebe noch. Ne? Ich habe hier noch 4 Schaden bekommen. 1, 2, 3, 4. Dann bekomme ich hier diesen Meistermarker und komme jetzt hier hin. Und habe jetzt, muss ich einfach hoffen, dass Georg jämmerlich verreckt. Und kann ich noch kaufen. Oh, 5 Talente. Den hätte ich dir gerne weggekauft. Dann kaufe ich noch den Smaragd. Mache nochmal 2 Klong. Und das war's. So, jetzt spielt ihr Georg alleine und versucht, lebend da rauszukommen. Ich mache einen Klong. 2 Bewegungen. Ja, dann nehme ich einmal den einen Schaden da. Und gehe noch einmal... Ich gehe mal hier lang. Hab noch 4 Talent. Kann ich nicht so viel kaufen. Vier Talent, was mache ich denn damit? Ich kaufe einmal den und den. So, wir haben eine Heilerin und... Oh, einmal abhauen, das passt ja. Da bin ich dran, ich gehe hier hin und ziehe jetzt 5 Steine aus dem Beutel. Und zwar haben wir hier 3, 4, 5, nur einer für Georg, nicht so gut. Das stimmt, da jetzt ist ja auch. Meine sind quasi neutral, genau. So, ein Zauberbuch. Das heißt, mit dem gehe ich einmal. Warte mal, ja. Ich habe. Ich gehe einmal da durch. Mit dem, dann kämpfe ich einmal gegen den Goblin. Und dann 1, 2, 3. Dann kaufe ich ja mal die. Gut, dann bin ich dran. Zack. Jetzt kommen 6 Steine aus dem Beutel. Das muss ihn jetzt umhauen. Wir gucken mal. 1, ja. 2. Du musst die noch rein tun da oben. Alles klar. Ja. Ist nur besser für dich, wenn die nicht drin sind. 3. Ja, du ziehst. So viel habe ich doch gar nicht drin. 4. 5 aber, ne? Ja. Und 6, oder? Ne? 4 und... Oh, 6. Noch einer. Du hast doch erzählt. Ja. Du Glückspilz. Und schaffst du es nach oben? Ja. Schaffst du es raus? Nein. Nein. Schauen wir mal. Damit ist es auf jeden Fall knapp. Findet sich ein weiter Begleiter. Ich darf noch eine Karte ziehen. Jedes Mal, wenn du diesen Zug Gold erhältst, weiß man noch nicht. Dadurch ziehe ich auch noch eine Karte. Zauberbuch. Ich glaube, Georg wird gewinnen. So, ich gehe einmal hoch. Feigling. Das ist ein Schlüssel. 5 Geld.
oder 5 Punkte geschenkt bekommt. Das ist, dann kriege ich noch einen mehr. Hast du hier schon was gekauft? Nein. Von Bambalia? Von Bambalia-Lücke? Weiß ich nicht. Dann würde noch ein Sachen eine kommen. Vorher. Ich bin da mal kurz zurück. Ja, wahrscheinlich. Nein, das überlebe ich doch nicht. Das habe ich gerade gekauft. Das war die Heilerin. Ja, dann mach den Drachenangriff und töte mich. Okay, wir haben gerade festgestellt, dass wir noch einen Drachenangriff vergessen haben, aber ein ganz normaler, nur 4. Und jetzt hat Georg sicher Glück. Wir ziehen einen gelben. So. Wir ziehen noch einen gelben. Wir ziehen... Oh, Game Over, bam. Schade. Ich wäre jetzt, warte mal kurz, wir gucken, ich wäre da raus. Ich hätte noch 1, 2, 3, 4, 5 Bewegungen gehabt. 1. Na gut, dann kommen wir auch nie weiter. Dann würdest du hier rum, da so raus. Also der wäre schon... Rauskommen wäre ich nie, aber ich hätte noch viel kaufen können jetzt. Schade. Ja, damit ist... Ne, wir haben jetzt einmal vergessen, den Drachenangriff auszuführen. Das heißt, Georg ist technisch gesehen hier unten noch verreckt. Und damit, ne, das ist ja die Regel, wenn man unter der Grasnarbe stirbt, dann wird man auf jeden Fall gar nicht abgerechnet. Hat man verloren, hätte er es jetzt noch hier hochgeschafft, dann hätte er wahrscheinlich nicht die 20 Punkte bekommen fürs Rauskommen und Meisterlieb sein. Aber wäre hier K.O. gegangen, die Dorfbewohner hätten irgendwie gerettet und dann hätten wir noch die Punkte gezählt. Und wie gesagt, ich habe jetzt nicht so super viele Punkte gemacht. Ich habe hier irgendwie 50, 55. Vor allem hätte ich viele Karten, die Punkte gehabt. Und dann noch durch Karten hätte ich 60, 65, 75, 83, nichts. Ich hätte 85 Punkte gehabt am Ende. Das hätte ich auf jeden Fall gewonnen. Ich hatte schon 2 Zauberbücher und hier... 14, 19, ja. Wenn du nicht rauskommst, wäre es, glaube ich, eng geworden. Ja, stimmt. Aber ja, das ist eben immer das coole im Spiel. Zweimal hintereinander gestorben. Dass man eben immer, ne, mein früh rausgehen, weil es natürlich auch so, konnte ich machen. War natürlich die Gefahr, dass Georg noch irgendwie unten viele Sachen einsammeln kann und das irgendwie noch schafft. Hat halt ganz gut geklappt. Haben wenig Drachen gezogen. Ja, also gefühlt mehr als beim letzten Mal, aber. Was, nur 6? Zu zweit ist natürlich auch die. Ne, wir hatten nur 6 von 27. Und von. Hä? Was für 6? Haben da nur 6 rausgezogen. Drachen. Ja, gut, wir haben auch viele von uns. Ja, deswegen, wir haben 24, 18, also ein Drittel haben wir ungefähr rausgezogen. Wir haben aber auch immer wieder reingetan. Also wir hätten ja eigentlich noch 4 oder 5 mehr gehabt.